Hallo Unioner, herzlich willkommen beim Spieltagsinterview zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Wir haben heute zu Gast unsere Nummer 1, Andreas Dutte. Hallo. Grüß dich. Grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Training haben wir gerade auf dem Weg schon kurz hierher analysiert. War ein bisschen entspannter als sonst. Wieder reinkommen in die Woche. Ihr seid gut zurückgekommen aus Hoffenheim? Das sind wir. Wenig Schlaf? Wenig Schlaf, aber 3 Punkte. Das ist das Wichtigste. Das ist die Hauptsache. Ja. Andi, Spieltagsinterview heißt bei uns immer, dass wir nicht nur den Keeper Andreas Lute kennenlernen wollen, sondern auch den Andreas Lute ein bisschen privat. Wir gehen nicht ganz so ins Detail, aber ein bisschen will ich schon gerne ins Detail gehen. Andi, du hast beim SUS Niederbonsfeld angefangen Fußball zu spielen, bis dann zum SC Velbert. Genau. Die hießen früher Borussia, glaube ich, ne? So ist es. Und bist dann zum VfL gekommen. Hast du immer schon zwischen den Pfosten gestanden oder hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert erst? Ja, also ich habe als Feldspieler gestartet mit meinen Jugendfreunden damals. Zur Einschulung quasi sind wir in den Verein eingetreten, bei uns im Dorf, haben dann gekickt und am Anfang war ich Feldspieler, aber Interesse am Torwartspiel hatte ich immer und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Dann bin ich da hängen geblieben beim Torwartspiel. Ich habe mir eigentlich immer die Frage gestellt, warum man Torwart wird. Also eigentlich ist das eine ziemlich undankbare Position. So ehrlich müssen wir ja sein. War das, weil du so groß warst oder war das wirklich aus Eigeninteresse? Ja, also es war schon Eigeninteresse. Ich habe auch damals, als ich Feldspieler war, immer wieder mal die Position gewechselt, bin ans Tor, aber wirklich nur aus Spaß und habe da so ein bisschen herausgefunden, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich doch ein paar Bälle halten kann. Hat natürlich auch an meiner Größe gelegen. Ich war damals schon recht schlaksig und lang, das habe ich nicht abgelegt bis heute. Und ja, ich habe so viel Spaß dran gehabt, dass ich irgendwann beigeblieben bin. Wir haben gerade schon kurz angerissen, dass du dann zu Bochum gegangen bist. Das war 2001, glaube ich. Bist da 15 Jahre lang geblieben. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Gibt sicherlich schöne Erinnerungen, die man in so langer Zeit, also dort erlebt und auch wieder nicht so schöne Erlebnisse. Man hat aber auch unfassbar viele Trainer auf dem Weg dorthin. Und gab es eigentlich so einen Trainer, der sich so richtig geprägt hat, also wo du jetzt noch manchmal so Zitate im Kopf hast oder sowas? Ja, also es war eine lange und intensive Zeit beim VfL. Für mich war es einfach eine spezielle Situation, weil unsere ganze Familie war VfL-Sympathisanten. Letztendlich, ich habe da damals mein erstes Profispiel im Stadion gesehen als Kind und da dann irgendwann Profi zu werden, das war schon richtig speziell. Und ja, Trainer hatte ich viele. Also ich meine, wenn du Peter Neururer erlebt hast, über ein paar Jahre mit ihm eng zusammengearbeitet hast, ich war sein Kapitän damals, dann prägt das. Und Peter werde ich so auf seine Art nie wieder los. Und das ist ein Geschenk für mich. Also ich sehe es als Geschenk, weil er ein ganz spezieller Typ ist, der ja, den Fußball einfach interessant macht und ich habe so viel von ihm gelernt, muss ich sagen. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Kontakt zu ihm, schätze ihn als Mensch, weil er es damals verstanden hat, irgendwo jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Und das ist im Mannschaftssport ein ganz hohes Gut und gar nicht so leicht. Er hat es aber immer wieder geschafft und das schätze ich, wenngleich ich sagen muss, ich hatte in der Zeit viele gute Trainer. Und hast du dir so Marotten vielleicht auch? Also manchmal ist es ja Umgang mit den Menschen. Nein. Also Peter muss man so belassen, wie er ist. Und man kann das auch auf keine andere Person übertragen, weil er einfach ein Typ ist, der so ein bisschen ins Ruhrgebiet passt einfach. Und ich bin Andreas Lute, er ist Peter Neururer und das ist auch gut so. Das ist ein guter Übergang. Du giltst bei uns nämlich als absoluter Ruhrpol. Hast du wahrscheinlich woanders auch schon den Namen bekommen. Wenn man dich hier auf dem Stadiongelände so ein bisschen beobachtet, neben dem Platz, dann hast du auch immer eine total gelassene Art. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich aus der Ruhe bringen kann? Naja, Unruhe ist dann bei mir eher nicht nach außen getragen, sondern in mir drin. Ich mache schon viel mit meinen Gedanken auch aus, beschäftige mich mit Dingen, auch mit Problemen. Es läuft ja nicht alles immer nur gut im Leben und auch nicht im Fußball. Aber ich war immer jemand, der das eher so mit mir selbst ausmacht, sich lange Gedanken über gewisse Probleme macht und dann versucht, eine Lösung zu finden. Und ich finde, auf meiner Position ist es einfach wichtig, dass du den anderen immer das Gefühl gibst, dass alles in Ordnung ist. Und das werde ich nicht mehr los, das werde ich immer so machen.
Ein Stück weit bin ich auch so erzogen, Ruhe zu bewahren und eben nicht immer in diesen Extremen zu wandeln, zwischen himmelhoch jauchzend und so irgendwie getrübt. Und ja, das ist so bin ich und so bleibe ich auch. Und ist es auch privat so, dass dich da auch nichts aus der Ruhe bringen kann? Oder bist du dann eigentlich ein ganz anderer Typ? Nee, ich bin so, wie ich bin. Versuche mich auch nicht zu verstellen, weil ich finde, also man ist ja oft geneigt oder man sieht es immer wieder, dass Spieler versuchen in der Bundesliga, was ja auch in gewisser Weise Unterhaltungsgeschäft ist, eine Rolle zu spielen. Und da war ich nie ein Freund von. Ich glaube, man kommt am weitesten, wenn man sich treu bleibt und so spielt, wie man eben auch ist. Und das ist fürs Seelenheil sicherlich ganz gut und so mache ich es auch. Du hast kürzlich in einem Interview mal gesagt, dass du die Profikarriere schon abgeschrieben hattest. Du hast dich dann für einen sehr interessanten Weg entschieden. Und zwar hast du nochmal angefangen zu studieren. Auf die Studiengänge komme ich gleich nochmal zurück. Was mich aber eigentlich eher interessieren würde, wie schafft man das? Also wie kann man, du hast ja dennoch weiterhin bei Bochum gespielt, wie macht man das dann noch zur Vorlesung zu gehen? Und gab es mal irgendwann einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt breche ich ab. Ja, das war einfach eine interessante Zeit. Nach dem Abi wusste ich, dass ich studieren will, weil damals einfach nicht klar war, ob ich es wirklich im Fußball zu was schaffen kann. Also ich hatte da damals jetzt nicht so viel Vertrauen, dass ich das sicher packe, weil die Konkurrenz doch recht groß war. Und ja, ich bin den Weg gegangen, ich habe es durchgezogen, gleichzeitig aber versucht, sportlich alles aus mir rauszuholen. Und durch einen glücklichen Zufall bin ich dann eben doch ins Profiteam gerutscht während dieser Uni-Zeit und habe dann das erste Bundesligaspiel gemacht. Und dann hat sich alles gewendet. Und da muss ich schon zugeben, dass in der Zeit mich die Professoren auch weniger gesehen haben. Aber es war ein absolutes Präsenzstudium, ja? Also du hast es nicht per Fernstudium gemacht, sondern Präsenzphasen. War ein ganz normales Präsenzstudium, ja. Okay, das ist schon eine beachtliche Leistung. Also das nebenbei noch zu machen, also ich habe nur studiert und da war es auch schon manchmal kritisch, dass die Professoren mich gesehen haben. Man muss ja sagen, ich habe es damals ja nicht bis zum Abschluss zu Ende gemacht. Ich musste irgendwann, war ich Profi und musste mir auch die Frage stellen, willst du jetzt deine komplette Kraft eben in die Uni stecken oder in deine Fußballkarriere? Und vor der Entscheidung stehen ja viele Sportler und ich, für mich war das damals klar, nachdem ich dann eben so ins Profiteam integriert war, dass ich den Fokus auf den Fußball lege, dass ich aber irgendwann weiter studiere und Abschlüsse mache. Das stand für mich immer fest. Jetzt auf deine Studiengänge zurückzukommen. Du hast im Bachelor BWL studiert und im Master Wirtschaftspsychologie. Das sind schon sehr unterschiedliche, also nee, eigentlich sind sie nicht sehr unterschiedlich, aber sie sind weit weg vom Fußball. Siehst du das auch so oder sind da für dich schon Parallelen? Nee, ich habe ja im Bachelor Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie gemacht, parallel. Und hatte damals dann eben schon diesen Fokus auf die Psychologie. Und ich finde einfach, also mich reizt es einfach, weil du in der Wirtschaftspsychologie den Menschen im Fokus hast. In Unternehmen, im Betrieb, aber auch im Fußballverein, was ja auch Unternehmen ist. Und in dem Moment, wo du den Menschen in den Fokus stellst und sagst, du willst alles aus diesen Menschen herausholen, dass eben eine gute Arbeitsleistung dabei rauskommt und auch eine gute Teamleistung, gibt es keinen Unterschied zwischen einem Fußballverein und einem Unternehmen. Und das ist das, was mich daran reizt. Und ich glaube, dass sich da auch in Zukunft noch viel auf den Fußball übertragen lässt. Ich habe mich ein bisschen mit den Studiengängen beschäftigt, gerade mit dem Thema Wirtschaftspsychologie. Ich habe gelesen, dass man sich da auf bestimmte Schwerpunkte festlegen muss. Was war denn dein Bereich, auf den du dich festgelegt hast? Ja, also ich bin vor allen Dingen auf das Thema Krisensituationen eingegangen, auch in der Abschlussarbeit zum Beispiel. Wie gehen Menschen mit Krisensituationen um, mit persönlichen Rückschlägen? Und das hat wieder, finde ich, eine schöne Parallele zum Fußball. Weil du immer wieder Momente hast als Einzelperson, aber auch als Team, als Gruppe, wo es einfach nicht so läuft und wo du dir bewusst werden musst, okay, was läuft gerade nicht gut, wie können wir Maßnahmen ergreifen, dass es eben wieder gut läuft. Und ja, das ist mein Fokus und da liegt eigentlich auch so mein Hauptaugenmerk drauf, weil ich glaube wirklich, dass da in Zukunft im Fußball auch noch viel, viel übertragbar ist von der Psychologie in den Sport. Okay, interessant. Coole Sache. Ja, jetzt haben wir schon festgestellt, du hast neben dem Fußball studiert, jetzt hast du neben dem Fußball, engagierst du dich auch einfach noch weiter. Also
Du bist in der Taskforce Zukunft Profifußball und du hast auch noch eine eigene Stiftung in Safe Hands. Also meine erste Frage ist, wann machst du das alles? Naja, also ich bin, aber das war schon immer so, durch den Fußball nie komplett ausgelastet gewesen. Also das ist was, das fordert mich körperlich, sicherlich auch auf irgendeine Art geistig. Aber ich habe mich immer so ein bisschen unterfordert gefühlt und muss eben noch was dazu machen. Das sieht man ja in meiner kompletten Laufbahn. Und jetzt gerade ist es, und ich habe ja irgendwann angefangen, das eben auch auf die soziale Schiene zu machen, mich zu engagieren. Mit Inside Fans arbeiten wir seit 2015 sehr erfolgreich. Das ist aber eine Geschichte, die wir ursprünglich aufgesetzt haben, die mittlerweile so groß geworden ist, dass das Team das trägt und ich eben auch nicht mehr alles alleine machen muss mit meinem Co-Gründer und mich da auf dieses Team verlassen kann, was unsere Arbeit letztendlich fortsetzt. Was mir wiederum Freiheiten gibt, neue Projekte anzugehen. Und die Taskforce ist jetzt eins dieser Projekte, was ich angehe. Wie kommt man auf die Idee, eine Stiftung zu gründen? Der Wunsch, was zurückzugeben. Also ich komme aus ordentlichem Haus. Ich hatte immer die Stärke meiner Eltern irgendwie im Rücken. So, ich wusste immer, mir geht's gut. Ich habe die Unterstützung. Bei mir lief es sportlich gut. Ich habe alle Freiheiten gehabt, mich als Kind, als Jugendlicher zu entwickeln. Und das sehe ich als großes Privileg. Und daraus, aus dieser Chance, habe ich was gemacht. Und Jonas, mein Co-Gründer von Inside Fans, wir waren uns eigentlich immer einig, dass wir Kinder, die nicht so viele Chancen haben oder wo die Chance so ein bisschen auf der Kippe steht, dass wir denen was geben wollen. Und das geht über den Sport halt prima, finde ich. Du kannst über Sportprojekte so viel machen. Und daran, dass wir jetzt seit 2015 eben gute Projekte umsetzen, sieht man, dass das funktioniert. Ich war auf eurer Homepage, habe mir die ein bisschen angeschaut. Ihr habt eine Taktik, wie auf dem Platz quasi, die heißt immer mehr als 11 gegen 11, mehr als Siegen und Niederlagen. Was steckt dahinter? Also die Grundannahme von Jonas und mir zu Beginn von Inside Fans, eben über den Tellerrand hinauszuschauen. Es ist eben mehr als nur das, was du vielleicht jetzt gerade siehst, was du für richtig hältst, sondern du kannst eben mehr tun. Und das spiegelt sich in unserer kompletten Arbeit wieder. Wir wollen immer weiter, immer mehr Kinder erreichen mit unseren Projekten, unsere eigenen Projekte immer besser machen. Das ist einfach unser Anspruch, den wir von Tag 1 hatten. Ihr geht in die Schulen auch zum Teil. Du hast mir mal erzählt, ihr schult da ein bisschen emotionale Intelligenz. Kannst du das mal versuchen zu erklären, was dahinter steckt? Ja, kann ich. Ich würde mal sagen, wir beide sind früher ein bisschen anders aufgewachsen als die Kinder heutzutage. Es gab kein Handy, keine Playstation und so weiter. Du bist raus und hast gespielt und hast da auch natürlich gelernt, mit Konflikten umzugehen, die Emotionen von dir und von deinem Gegenüber irgendwie wahrzunehmen, zu interpretieren. Und das fällt Kindern heute schwieriger, weil Emotionen sich, also gerade so Face-to-Face-Emotionen, über Social Media recht schwer übertragen lassen. So, und das sind eben Probleme, mit denen heutige Kinder konfrontiert sind. Und in Schulen arbeiten wir eben in spielerischen Sachen daran, seine eigenen Emotionen, aber auch die deines Gegenübers wahrzunehmen, zu interpretieren und bei Konfliktsituationen eben vernünftig zu handeln. Und ich glaube, das ist ein Aufgabenfeld, wo vielen Lehrern es heutzutage auch schwer fällt, Kinder darin zu schulen, weil eben der Lehrplan ist und der wird eingehalten. Und in den Schulen, in denen wir aktiv sind, ist das einfach ein zusätzlicher Baustein, der den Kindern sicherlich in ihrer Entwicklung hilft. Und unterrichtest du, wenn du die Zeit dazu hast, natürlich auch selbst? Nein. Nein, natürlich nicht. Also also Jonas und ich entwickeln Projekte gemeinsam mit der Sporthochschule in Köln und wir schulen Personal, wir schulen Coaches, die das Ganze in den Schulen dann eben umsetzen. Und die Coaches sind so gut ausgebildet, dass sie das eben können. Ich maße mir nicht an, da pädagogisch irgendwie wertvoll arbeiten zu können. Ich beschränke mich auf die Organisation und auf die Strategie. Ich finde das total interessant. Ich habe mich auch darin total verloren bei euch auf dem Instagram-Account und auf der Homepage. Da gibt es ein Bild, sinnbildlich auch für das, wie der Name ja auch ist, in Safe Hands. Da stehst du da und hast
so ein kleines Mädchen so über deinem Kopf in den Händen. Es ist also super interessant. Ich glaube, wenn wir das jetzt noch ausweiten würden, wenn ich alle meine Fragen dazu stellen würde, würden wir hier wahrscheinlich noch eine Stunde sitzen. Ich will aber noch ein bisschen was über dich wissen. Und zwar, jetzt haben wir die Stiftung gehabt, die Taskforce. Wie entspannst du denn eigentlich mal? Also wie sieht ein Tag aus, wenn Andreas Lute mal einfach nichts macht? Ja, das ist so ein bisschen meine Eigenheit. Mir fällt es unheimlich schwer, mal gar nichts zu machen, weil ich mit den Gedanken immer bei irgendetwas bin. Und ich verliere mich dann auch in diesen Themen. Das ist, ja, für mich ist es eigentlich immer nur Ablenkung. Wenn ich nicht Fußball mache, mache ich was anderes. So bin ich halt, so war ich immer. Und mir fällt es unheimlich schwer, mal 5 Minuten nur ganz ruhig auf dem Sofa zu liegen. Danach geht es eigentlich schon wieder los und ich bin dann wieder aktiv. Und ja, es ist eine Eigenheit, vielleicht ein Tick. Ich werde es aber nicht los. Also hast du auch keine Sportart, die du sonst noch machst? Also neben dem Fußball, unser Trainer geht gerne angeln. Mhm. Dann weiß ich, dass einige Kollegen von dir gerne Golf spielen gehen. Also ist das auch sowas für dich? Oder? Ja, doch. Ich spiele auch Golf. Das sind meistens irgendwie freie Tage, wo ich gar nichts anderes im Kopf habe. Und da räume ich die mir dann mal 2-3 Stunden ein. Und das aber dann auch in Gesellschaft. Also ich habe dann eben meine Jungs, mit denen ich gerne mal für 2-3 Stunden rausgehe. Hier spiele ich öfter mal mit Gente. Und das ist eigentlich so das, was ich tue, wenn ich nicht mit den Gedanken irgendwie bei was anderem Wichtigen bin. Okay, kommen wir nochmal auf deine Gedanken zurück. Hast du so Projekte oder Ideen, die du jetzt noch nicht umgesetzt hast, die dir aber so ein bisschen so unter den Fingernägeln brennen, dass du sagst, okay, darauf hätte ich noch Lust? Oder ist es eher was ich jetzt noch so... Jetzt bist du erst einmal mit der Taskforce beschäftigt, hast in Safe Hands unheimlich viel. Gibt es da noch was? Gibt es da einen Meilenstein oder ein Ziel? Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich in meinem Leben noch erreichen möchte, die ich noch anstoßen möchte. Im Moment bin ich aber, glaube ich, ganz gut beraten, wenn ich mich auf das konzentriere, was jetzt aktuell sehr, sehr wichtig ist. Und ich sehe es als großes Privileg, dass Christian Seifert mich in die Taskforce berufen hat. Ich sehe es da irgendwo auch als meine Aufgabe an, die Aktiven dort vernünftig zu vertreten. Ich sitze dort nicht als Andreas Lute, als Einzelsportler, sondern vertrete eben die große Mehrheit von Bundesligaspielern. Und das ist, finde ich, großes Vertrauen. Und da sind im Moment eben auch meine Gedanken, wenn ich jetzt nicht gerade beim Fußball bin. Also wird man tatsächlich dazu berufen, ja? Es ist nicht so, dass man sich da bereit erklärt und sagt, ich hätte Interesse, dort mitzuarbeiten, sondern... Ja. Na, also wenn man sich den Kreis derer anschaut, die dort aus Politik, Wirtschaft, Sport und so weiter aktiv sind, dann sind die Plätze eben sehr, sehr rar. Und ich hatte die Möglichkeit, ich habe mit Christian Seifert gesprochen, ich hatte die Möglichkeit eben dazu zu stoßen, sportliche Perspektive mit reinzubringen. Und dann habe ich mich da auch bereit erklärt. Aber ich wusste, dass es viel Arbeit wird, viel Hintergrundinformation, die du einfach auf dem Schirm haben musst. Weil Fußball eben nicht eindimensional ist, sondern jeder seine eigene Perspektive, jede Interessensgruppe auch seine eigene Perspektive hat. Und ich versuche da die Perspektive der Sportler eben so gut wie möglich einzubringen. Wir entlassen dich gleich in den Feierabend. Dann kannst du deinen Gedanken wieder freien Lauf lassen. Die letzte Frage ist immer, hast du noch irgendwas, was du den Unionern sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe? Ja, also... Einfach danke, dass ihr mich von Anfang an so gut aufgenommen habt. Da nehme ich jetzt mal die Mannschaft, das Team, den Verein, aber eben die Fans auch mit ein. Ihr habt es mir leicht gemacht. Ist als 33-Jähriger in so eine gewachsene Gruppe zu kommen, nicht immer ganz leicht, aber ihr habt es mir leicht gemacht. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder in die Situation kommen, dass die alte Försterei hier wieder voll ist, weil ich es als Gegner schon speziell fand. Und jetzt als Unioner, glaube ich, wird es nochmal eine richtig schöne Nummer, wenn das Ganze wieder voll ist. Anni, am Samstag müssen wir leider ohne Fans auskommen. Leider. Wir danken dir trotzdem, dass du hier warst. Wir drücken fest die Daumen gegen Bielefeld und dir einen schönen Feierabend. Danke sehr. Ciao. Scheiße, wer hat denn jetzt nicht aufgepasst? Ja! Und Lobby!